For English subtitles, push the subtitles button. Hey Leute, Folge 2 geht weiter. Stefan, bist du raus aus der Winterruhe oder was? Hey, ich habe von irgendwelchen pinkfarbenen Flamingos geträumt oder so wahrscheinlich. Und ach, das war so ein schöner Traum, die pinkfarbenen Vögelchen. Genau, apropos pinkfarbene Vögelchen. Wir sind wieder in der Nähe von Köln beim Philipp Longitano Hognose Park. Wir haben versprochen, Teil 2 eben in deinem Hakennasenzüchterreich. Noch zum Anfang, genau, wir hatten versprochen, hier die T-Shirt-Verlosung, also wir haben die T-Shirts verlost, blöderweise habe ich alle abgekriegt, also ich wurde dreimal gezogen durch den Zufallsgenerator. Nein, natürlich nicht, ich hab dem Philipp eins so abgeschwätzt. Aber drei von euch haben gewonnen, blenden wir hier unten ein, die Namen, ja, diese drei hier unten kriegen jeweils ein schönes T-Shirt von dir, Philipp. Das machen wir. Und ja, wir gehen los und gucken als erstes, ob irgendwas in der Zwischenzeit geschlüpft ist. Vielleicht ja auch pinkfarbene, oder? Genau, schauen wir mal rein, was es da Neues gibt. Du, Stefan, dein Traum ist wahr geworden. Guck, pinke. Eine pinkfarbene Hakennasennatter, ey. Tatsache. Siehste, Träume werden wahr. Im Hognose Park. Ja, wir sind hier in meinem Inkubatorraum. Hier werden die Eier inkubiert. Runde 1 ist vorbei, Runde 2 ist quasi auch schon vorbei. Runde 2 bedeutet, dass die Zweitgelege schon zum größten Teil geschlüpft sind. Zweitgelege, kurz einhaken, wann schlüpft das oder wann kommen die Zweitgelege? Ja, also da müsste man vielleicht anfangen mit der Winterruhe. Wenn die Winterruhe eingeleitet ist, schlafen die Tiere bei mir zumindest 3 Monate bei relativ kühlen Temperaturen. Alles zwischen 10 und 14 Grad ist super okay, Hauptsache es ist richtig dunkel. Ja, nach 3 Monaten dann wachen die 10 auf. 10 bis 14 Grad und Kuhnacht bei dir. Absolute Dunkelheit. Okay, das hatte ich mir schon mal gesagt gehabt, finde ich interessanter Aspekt. Genau, also alles bei 16, 17, 18 Grad ist zu warm für die Tiere, bedeutet Stress. Mhm. Also dann doch lieber etwas kühler und halt dunkel halt. Okay, also auch um den Stress zu reduzieren und oder in der Natur sind sie wahrscheinlich irgendwo vergraben, haben es halt total dunkel. Okay. Genau, und nach 3 Monaten, ja, dann wachen die auf. Brauchen eine Woche zum Akklimatisieren, dann fangen die meisten das Fressen ein wieder und irgendwann häuten hier sich dann die Weibchen. Das ist dann für mich der Zeitpunkt, die Tiere zu verpaaren. Dann werden die Männchen zu den Weibchen gesetzt. Ja. Nach ein oder zwei erfolgreichen Paarungen trenne ich dann die Tiere dauerhaft und dann wird auf das Gelege gewartet. Okay, also du machst das Männchen rein. Du sagst 1 bis 2 erfolgreiche Paarungen. Du nimmst den Mann auch gar nicht raus, sondern du lässt ihn wie lange drin? Also wenn das jetzt ein hochwertiges Tier ist, was ich auch für andere Weibchen benutze, dann hole ich den schon nach 2, 3 Tagen raus, gebe ihm 3, 4 Tage Pause und setze ihn dann woanders hin. Okay. Wenn das jetzt aber ein Tier ist, was ich nur für dieses eine Weibchen benutzen kann oder will, dann lasse ich ihn einfach eine Woche drin. Okay. Dann hat er seine 2, 3, vielleicht auch mehr Paarungen hinter sich. Und dann ist das. Okay, wir streichen das Wort hochwertig. Alle Männchen sind gleich. Ne? Machen wir. Du meinst genetisch, farblich. Genetisch hochwertig. Aber streicht. Also. Muss. Ihr wisst, es ist nicht böse gemeint. Und achso, noch ein Punkt. Du sagst, nach 3 Monaten wachen die auf. Die wachen auf, weil du es wieder warm machst. Ne? Genau. Das ist auch so ein Punkt, manche Leute sagen zu mir, ich mache Winterruhe, aber die wachen gar nicht auf. Ja, die wachen natürlich erst auf, wenn es warm wird. Gell? Logisch. Das sind ja wechselwarme Tiere, polykilotherme Tiere. Okay, also und dann erste Häutung zur Paarung zusammen, dann kommt das erste Gelege. Dann kommt ungefähr 30 bis 50 Tage, je nachdem wie weit das Weibchen mit der Ovulation ist, das erste Gelege. Das erste Gelege, das wird vollständig abgelegt. Okay. Einen Tag später wird das Weibchen noch wieder gefüttert. Einige Tage später wieder neu verpaart, okay, um das Zweitgelege einfach fertiler zu gestalten. Mhm.
Und in der Regel schon 30, 32 Tage später folgt in den meisten Fällen das Zweitgelege. Okay. Gilt allerdings nur bei Tieren, die überwintert haben. Da kann man quasi die Uhr nachstellen bei Tieren, die nicht überwintert haben. Da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Klappt das mit der Paarung, mit dem Legen auch? Allerdings recht unkontrolliert, übers Jahr verteilt. Mhm, okay, also man muss wirklich gezielt gesteuert machen, wäre ganz wichtig, diese Überwinterung. Einen Punkt wollte ich dich fragen. Ach so, und wie lange fressen die Weibchen nicht vor der Eierablage? Die fressen durchgehend immer. Ah, okay. Ah, gibt es keine Fresspause? Nee, die fressen auch während der Häutung. Kurz vor der Eierablage, vielleicht echt ein, zwei Tage vorher, hören einige auf. Aha. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Gibt Weibchen, die fressen, die würden sogar während der Eierablage fressen. Okay, interessant. Okay. Und man sollte man an dem Punkt erwähnen, dass Heterodon auch dazu neigen, ihre Eier zu fressen. Also wer ein richtig dickes Weibchen hat und sagt, okay, heute Nacht, da wird sie legen und am nächsten Tag kommt er rein, das Weibchen ist wieder dünner, aber es sind keine Eier da und die Heinzelmännchen waren es nicht. Okay. Dann weiß man. Die Eimer hinten raus und vorne da rein. Das kannst du einfach nur vorbeugen, indem du die Gelege möglichst bald rausnimmst oder halt aufpassen tust, dass du direkt nach der Ablage. Teilweise bin ich die ganze halt Nacht hier bei genetisch teuren Tieren, um einfach halt ein jedes Ei zu retten. Halt, ne? Okay, ach was, wusste ich auch nicht. Ja, das ist leider. Okay. So. Dann lass uns mal in die Schränke reingucken. Also das ist jetzt. Das ist jetzt alles, was wir sehen. Ist jetzt über Nacht halt geschlüpft. Ist heute Nacht geschlüpft. Okay. Ja, deine Pinken hatten wir ja schon. Das sind Pink Pastel Albinos. Das sind auch Albinos, allerdings mit allen anderen albinotischen Genen inkompatibel. Ach was? Okay. Weil das Albino-Gen auf einem anderen Allel liegt. Okay. Das nennt sich dann Pink Albino oder was? Das ist Pink Pastel Albino. Das war die erste Morph, die jemals gefunden wurde, von dem Jungen, der Fahrrad gefahren ist, irgendwo in Texas. Ach was? Und der Junge hat das mit nach Hause genommen, dann in die Schule und es diente, ich glaube, 7 oder 8 Jahre als Schulmaskottchen, wurde nie zur Paarung benutzt und ist gestorben. Aber im selben Gebiet, nur wenige Zeit später, wurde ein zweites Pink Pastel Albino halt Männchen gefunden und irgendein Züchter, ich weiß nicht mehr genau wer, der hat natürlich, wie soll ich sagen, Geld gerochen und der hat das Tier dann demjenigen abgekauft. Ach was? Und da kommen alle her. Und eben nicht kompatibel, nicht allel mit den ganz anderen, normalen Albinos, mit diesen zum Beispiel, die man kennt. Ne? Wie man diese ganzen Orange Albinos oder Red Albinos, Albino. Okay. Hier sehen wir Albino Condas und Albino Super Condas. Super Condas. Als Endprodukt in diesem Wurf. Aha. Okay, hübsch. Was sehen wir noch? Yetis sind Snows Anaconda. Okay, also die Kombination aus Axantik, Albino und Anaconda. Doppelrezessiv, einmal kodominant. Okay. Oh, hübsch. Wir könnten uns hier wahrscheinlich jetzt hier die ganze Folge lang in deinem Brutschrank verlustieren oder so irgendwie. Ich glaube, also mit den Farben, da müssen wir eine extra Folge machen. Meinst du? Farbspecial oder sowas als dritte Folge sozusagen, oder nennen wir es Farbspecial, hört sich besser an. Wenn ihr Interesse habt, Daumen hoch oder gute Kommentare schreiben, ja, Farbspecial muss sein oder irgendwie sowas, dann machen wir einen Teil 3 oder gehen wir speziell auf die Farben ein. Was gibt es Neues? Was ist ein bisschen was oder so? Ich glaube, da können wir wirklich nochmal, weil sonst stehen wir jetzt hier 20 Minuten im Schrank drin und wir wollen ja noch mehr zeigen, oder? Alles klar. Also, wenn ihr sehen wollt, Daumen hoch, Kanal abonnieren, dann kommt der Hognose Farbspecial noch. Und wir zwei gehen wohin? Zum Holdback-Raum. Zu den Holdbacks, genau. Ja, da kommen wir dann, da sind wir schon wieder bei den Farben, aber gucken wir uns an, genau, bin ich gespannt. Alles klar. Ja, hier befinden wir uns in einem meiner halt wichtigsten Räume, wenn nicht in dem wichtigsten Raum, das ist mein Holdback-Raum. Holdback-Tiere sind Tiere, die ich jedes Jahr für mich zurückbehalte, für die weitere Zucht. Das sind Tiere, wo die Genetik
noch geprüft werden muss oder die bereits geprüft wurde oder einfach nur Tiere, die ich unbedingt brauche, um auf bestimmte Stückzahlen dann zu kommen. Mhm. So, und hier sind natürlich auch jede Menge Highlights meiner Zucht zu sehen. Würde ich dir auch gerne zeigen, wenn du magst. Ja, zeig mal ein paar. Also die meisten Highlights zeigen wir in unserer Farb-Special-Folge, wenn sie dann kommt, wenn wir genug Daumen kriegen, was ich eigentlich fast sicher bin. Aber nee, zeig ruhig mal ein paar. Was ich dich noch fragen wollte, wie viel Holdbacks du pro Jahr zurückbehältst? Ja. Hast du eine bestimmte Zahl oder Prozentsatz oder machst du das? Also in diesem Raum sind jetzt exakt 480 Holdbacks aus dem Jahr 2020. In diesem Jahr bin ich schon bei über 1000 Holdbacks, die ich für mich zurückbehalte. Ungefähr 1:1 die Geschlechter. Also ich brauche schon relativ viele Männchen auch. Mhm. Alle denken immer, man kann mit einem Männchen 7 Weibchen befruchten. Das klappt nicht immer. Okay, eben auch eine interessante Frage. Genau, was denkst du, wie viel Weibchen pro Mann? Das ist echt schwer zu sagen. Okay. Die haben ihre guten Tage so wie wir auch als Menschen. Und ich habe schon mal mit einem Lavender... Jetzt trifft man dann gleich ab, wenn man da drauf eingeht. Ein bisschen Schwund ist immer, ne? Okay. Was hast du mit dem Lavender? Also ich habe mal mit einem Lavender halt Männchen innerhalb von 2 Wochen, um es auszuprobieren, 12 Weiber erfolgreich befruchtet. Okay. Keine von denen hat auch nur ein Wachsei gelegt. Mhm. Wiederum habe ich halt Männchen gehabt, die haben 2, 3 Weibchen geschafft zu befruchten. Mhm. Und die anderen waren alle unbefruchtet. Okay. Das heißt, es ist echt schwer, da den Mittelweg zu finden. Ich denke, ein gutes, großes Männchen von 90 Gramm kann 4 Weibchen locker befruchten, wenn er auch Abstände zwischen den Paaren hat. Okay. Und eben, du kannst mal 2, 3 schöne schon mal rausholen. Ich habe in der noch eine Frage, die mir gerade einfiel. Wie alt oder wie lange züchtest du denn mit einer Hakennasennatter? Sagst du, ja, die werden 30 Jahre alt, da kannst du 30 Jahre mit züchten. Weil wenn ich jetzt höre, dass du dir dieses Jahr 1000 zurückbehalten hast und ich von meinen Königspütern ausgehe, dass die wirklich mit 20, 25 noch züchten können, dann wäre das ja fast endlos. Ja, ganz so alt werden die ja nicht wie Riesenschlangen. Ja. Also die können auch bis zu 17, 18 Jahre alt werden. Okay. Ich glaube, meine Älteste war echt 14, älter nicht. Aha. Ich habe aber auch von Älteren gehört. Auch die 14 geworden ist, die hat auch bis zum Schluss gelegt. Okay, also, aber dann kann man ungefähr sagen, vielleicht die Hälfte von Riesenschlangen, gell? So 14, 15. So 14, 15 Standard. Jahre halte ich in der Terraristik durchaus für realistisch. Okay. Zeig mal noch kurz, schnell. Kurz und schnell ist immer schlecht, gell? Aber hier haben wir zum Beispiel eine Ghost Superconda. Gehört auf jeden Fall eins zu meinen Lieblingen. So. Ghost ist auch wie bei den meisten anderen, ist das was, also hypomelanistisch ist, oder? Genau, hypomelanistisch, Axantik. Als 2 rezessive Gene, jetzt in Verbindung mit der Superform von dem kodominanten Gen Anaconda. Okay, im Ghost steckt, Ghost ist ja 2-fach rezessiv. Genau, es gibt es auch als Toxic Superconda, dann ist es aber halt kein Hypo mehr, sondern ein Toffee Belly. Okay. Das zeige ich dir auch mal, es sieht sehr ähnlich aus, es hellert es ein bisschen auf. Hypo und Toffee ist inkompatibel, aber das Ergebnis ist schon sehr ähnlich. Ähnlich, aha. Ja, die noch gleich ein bisschen heller, die Toxik, gell? Auch hübsch, okay. Hier Lucy's sehe ich hier, also die Leuzisten sind auch bei den Hakennasen angekommen. Ja, nach vielen, vielen Jahren haben wir die jetzt auch natürlich. Was mir auch gerade noch ein oder auffällt, wenn ich die gerade so sehe, ist in dem Fall ist wohl auch ein Weibchen, ne? Ja. Geschlechtsbestimmung hat man auch noch, also da kommen wir jetzt wieder auf ein ganz anderes Thema, ja. Aber tust du rein nach der Optik gehen, Schwanzlänge oder hast du noch andere Methode, die Geschlechter zu bestimmen? Das hätte man vielleicht bei den Kleinen besser gemacht. Dann würde ich dir vielleicht das in dem nächsten Schritt halt zeigen, wie ich sie überhaupt umsetze, wenn es dich interessiert. Ah, genau, richtig, ja. Na, dann. Aha. Ja, stimmt, da können wir, bei den Babys waren wir jetzt schon, genau. Aber
Da fängt es eigentlich an. Also du nimmst die Babys raus und tust die Geschlechter gleich bestimmen. Genau. Das müssen wir auf jeden Fall noch gleich machen. Du weißt ja, Ordnung ist die halbe Miete, ne? Genau, genau. Das ist der nächste Punkt. Du bist klar strukturiert, ne? Tust alles, logisch, klar beschriften, das muss natürlich sowieso sein. Machst du alles selber oder deine Mitarbeiterin hier, das Mädel, wo so... Ohne meine Mitarbeiterin wäre ich auch nicht so weit gekommen. Okay. Das ist meine treueste, loyalste Hilfe seit jeher. Dann. Mit ihr setze ich auch die Babys um. Okay. Und wenn du Lust hast, können wir euch das zeigen. Ja, genau. Nee, dann machen wir das jetzt. Hier jetzt die Chefsache. Also das sind Babys von heute Nacht, die heute Nacht geschlüpft sind, oder? Nee, das sind Babys, die sind jetzt 4 Tage alt ungefähr. Okay. Die sind jetzt hier drin und komplett gehäutet. Ich setze die Babys erst dann um, wenn die sich gehäutet haben. Ach was, okay. Ah, interessant. Weil die natürlich in einer feuchteren Umgebung sich besser häuten das erste Mal. Okay, also du nimmst die Eier raus, das ist die Schlupfbox, ne? Genau. Da drin sind sie geschlüpft. Du nimmst einfach die leeren Eischalen raus und lässt die Babys bis nach der Häutung da drin. Genau, drei Tage. Okay, interessant, ja. Habe ich schon wieder was, wo ich nicht wusste. Und dann, okay, und da drauf ist beschriftet, da stehen die Mutter, Vater steht drauf. Ne? Genau, der Raum, das Datum und die Menge der Eier. Okay, und das ist dann also ein Gelege sozusagen. Ein also, Gelege, genau. So kreuz und quer, wie die hier aussehen, aber aus einem Gelege. Conda Doppelhead Toxic mal Toxic Conda, oder? Richtig. Okay. Und als Ergebnis haben wir Axantik halt Super Conda, Toxic Conda, Axantik Conda. Doppelhead Toxic, der Rest ist natürlich auch Head Toxic. Okay. Dann werden die umgesetzt. Ich schaue nach den halt Geschlechtern. Mhm. Ach genau, richtig, das Geschlechter schauen. Meine rechte Hand unterstützt mich da und schreibt die Etiketten. So. Hast du schon den Namen deiner rechten Hand gesagt? Das ist die Jessica. Die Jessica. Also. So, das ist jetzt ein Männchen. Aha. Bei den Heterodon brauche ich meistens das Geschlechtsorgan halt nicht rausdrücken, weil die einfach einen sehr, sehr langen Schwanz haben ab der Kloake. Ja. Es ist auch nicht so leicht zu demonstrieren wie bei Kornnattern, dass die ganz leicht den Hemipenis rausdrücken. Die Weibchen haben in Relation zum Männchen, ich gucke mal, ob ich jetzt hier irgendwas finde. Ja. Die haben jetzt in Relation... Soll ich was halten, oder? Ja. Einen viel, viel kürzeren Schwanz. Mhm, okay. Und der ist auch anders geformt. Bei den Männchen... Ist wegen plumper, ne? Da genau, der ist plumper. Die Männchen haben einen längeren und dünneren. Länger, ne? Gleichmäßiger, ne? Okay. Das ist ganz, die haben einen ganz kleinen, die Hemipenis. Anders als bei Kornnattern zum Beispiel. Man kann denen das halt auch nicht so gut rausdrücken. Hebt mal die Schwänzchen ein wenig nebeneinander. So. So sieht man es ungefähr ein Drittel länger halt, ne? Okay. So, dann haben wir hier Toxic Conda Männchen. Okay, und dann machst du Ansage. Genau. Und die jetzt kannst du eine Ansage machen. Ach so. Axantik Super Head Toxic Weibchen. Axantik Super Head, was? Nee. Toxic. Ach so, Axantik Super Toxic. Nee. Axantik Super Head Toxic. Axantik Super Head Toxic, wie so ein Super. Axantik Super. Weil das eine Super Conda ist. Ach so, Axantik Super Conda. Genau. Head, Toxic, was haben wir gesagt? Weibchen. Weibchen. Genau, oh je. Dann darfst du als erster meiner Besucher je eine Schlange hier einsetzen. So. Und dann mache ich auch noch den Pepper drauf. Achso, und der Pepper kommt ja nachher drauf. Ja, nee. Komm, du machst noch eine. Wie wäre es hier mit der? Die drunter? Die hier zum die Beispiel. Hier? Das ist schon wieder die gleiche, oder? Ja. Nee, oder? Oh, oder Axantik. Super Conda Head. Toxic und ein. Und was denkst du? Warte. Bub, oder? Richtig! Okay, ey, guck mal hier, ich komme mir schon vor, hier wie der Praktikant. Aber musst du da nicht gleich die Kleber drauf machen, oder weißt du die das? Die kommen ja jetzt. Drei kann ich mir noch merken mit 38 Jahren. Okay, also dann machen wir noch einen. Oder? Wir haben schon dritten, gell? Drei haben wir schon. Und dann aufkleben angesagt. Guck, ich mach mal hier Übergabe. Was auf die Toxic Conda. Die Männchen. Hat man als erstes, genau. Ne? Toxic Conda Männchen als erstes. Zack, drauf. Dann hat man hier das andere Männchen. Das war der letzte, ne? Ja. Und hier das zweite war das Axantik Super. Also Super sagst du für Super Conda. Genau, ne? das ist die Abkürzung. Das war das, was ich nicht kapiert habe. Dann machen wir zu, dann darfst du auch noch klipsen. Ach so, die Klipse, gell? Wenn schon falsch, dann aber richtig, oder? So, und dann in dem Fall hier hin, gell? Genau. Ey, ich komm mal zu dir zum Praktikum. Ich würde sagen, ich stell dich ein, oder? Wenn es mir mal langweilig wird, genau.
Und dann müssen wir über den Dienstwagen sprechen, damit ich auch mal so eine Ami-Karre habe. So ja, dann tauschen wir ein. Tauschen wir, gut. Nee, super. Haben wir das auch gesehen. Da geht's noch weiter. Jede Menge hübsche Babys. Conda Head Albino, Albino Super Conda. Ja, Philipp, jetzt sitzen wir hier mit zwei hübschen Hakennasennattern. Zum einen hübsche, welche Farben sind es denn? Vielleicht mal ganz kurz vorneweg noch. Ja, du hast eine ganz gewöhnliche Albino, so diese halt Base Morph, die man für alles Mögliche braucht, die auch von jedem geliebt werden eigentlich. Ja, Klassiker, gell? Ein Klassiker, ein Evergreen, und hier ist im Endeffekt jedoch als Superconda eine Axantik. Axantik Superconda ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was du da in der Hand hast. Während deine ja keine schwarzen Pigmente hat, hat meine keine roten. Keine roten, melamistisch und axantisch. Genau, okay. Die Kombi daraus wäre ja dann irgendwann in der nächsten Generation eine Snow. Eine Schneeweiße. Ich wiederhole mich, kommen wir in Folge 3 drauf. Oder im Farbspecial. Aber eben, Thema jetzt ist eigentlich, spielen wir gerade mit unserem Leben? Was passiert, wenn die mich jetzt, wenn sie denkt, oh, guck mal hier, einmal reinbeißen. Was passiert dann, beziehungsweise... Was ist deine Erfahrung damit? Ja, also nein, wir spielen mit unserem Leben halt nicht. Heterodon gehören zu Trugnattern. Die produzieren eine Art Gift, das sie halt brauchen, um Kröten oder Frösche oder andere halt Beutetiere zu lähmen. Sie können es aber nicht aktiv in die Wunde oder in das Fleisch hinein initiieren, sondern durch Kaubewegungen gelangt zum Beispiel ein Finger in den Rachen, und durch das Kauen wird dieses Gift in die Wunde einmassiert. Mhm. So. Ich wurde schon in meinem Leben ungelogen tausende Male gebissen. Bei mir hat es noch nie, wirklich noch nie, eine Reaktion ausgelöst. Um es natürlich genau herauszufinden, habe auch ich mir auf meinem Finger rumkauen lassen. Und manchmal brennt es ein bisschen für 10, 15 Minuten, mhm, und dann lässt es nach. Angeschwollen ist es bei mir noch nie. Es gibt aber auch Fälle, wenn jemand natürlich eine Proteinallergie hat, dass ein zu langer Biss, also ein kurzer Biss ist gar nichts, aber ein zu langer Biss und das Erlauben des Einmassierens des Gift in die Wunde, dass es zu Schwellungen geführt hat. Es gibt angebliche Dokumentationen auf Facebook oder Instagram. Ich kann das für mich halt nicht sagen, aber... Weil vielleicht du nicht drauf reagierst, genau, oder so. Ne? Also es muss jemand sein, der irgendwie, oder wie jetzt bei einem Insektenstich auch, oder bei einem Mückenstich, drauf reagiert, genau, auf dieses Protein oder auf diese Art von Protein, ja, dieses Protein, dass da dann so eine Reaktion drauf, genau, sichtbar ist. Ne? Aber alle meine Mitarbeiter reagieren auch nicht darauf. Okay, also völlige. Aber natürlich, man sollte sich von keinem Tier beißen halt lassen, weil jede Wunde, vor allem in den Fingern, kann sich entzünden, unabhängig, ob ein Tier giftig ist oder nicht, ob es ein Hund, eine Katze ist. Also halt Bisse sollten immer halt vermieden werden. Jetzt gehört natürlich eine Heterodon zu den eigentlich eher ruhigeren Tieren, beißen eigentlich nur, wenn sie echt hungrig sind, dann kommen die schon mit offenem Maul einem entgegen. Das Beißen benutzen die aber nie als Abwehr, wie eine Kornnatter zum Beispiel. Das ist das, was die halt benutzen. Aha, so viel zum Thema ruhigere Tiere, gell, die faucht gerade hier schön. Genau, aber auch hier gilt die These, ein Hund, der beißt, ein Hund, der bellt, der beißt nicht, so rum. Na? Das heißt, dieses Tier zeigt mir gerade, dass es genervt ist. Im schlimmsten Fall fängt es an zu koten. Heterodon sind ja dafür bekannt, bei Bedrohung sich auf den Rücken zu drehen, das Maul zu öffnen, die Zunge schlaff raushängen zu lassen, die Kloake zu öffnen und ein übel riechendes Analsekret zu versprühen. Okay. Das ist ihre schlimmste Waffe. Okay. Aha, fände ich jetzt auch ein wenig schlimmer wie gebissen werden, ehrlich gesagt. Also bin ich mal froh, dass ich so ein gechilltes Tier habe. Ja, dann haben wir das Thema auch behandelt. Soweit erstmal tausend Dank, Philipp, für deine Tipps, dein Rumzeigen, alles. Wir sehen uns vermutlich zur Folge 3, zum Farbspecial. Und bis dann, liebe Zuschauer, bleibt uns treu und checkt
die Hawks. Bis demnächst.